Wir fahren in die verbotene Stadt Köln heute. Verboten? Ich finde es so, ich dachte eigentlich nicht schon, aber egal. Also, wir wissen nicht checken, egal, kack drauf. Was machen wir denn in Köln gleich Schönes? Wir probieren den besten Döner aus Köln. Genau, wir haben uns drei Adressen rausgeschrieben, wo es die besten Döner in Köln geben soll. Unter anderem probieren wir auch den Lukas Podolski-Döner. Kennst du noch Lukas Podolski, Jan? Ja, ich war doch damals voll der Deutschland-Fan. Ich kannte ja nur damals die Spieler, jetzt kenne ich die gar nicht mehr. Was abseits erklären wir als Fußballfan? Irgendwie, wenn so zwei Spieler zwischen einspielen und abspielen, die alle anderen auf den anderen Feld sind, irgendwie so, ne? Ja, ja, aber Leute, bevor ihr euch jetzt wundert, ne, wir sind immer noch am Abnehmen, aber wir haben halt den ganzen Tag wirklich nur nichts gegessen. Wirklich nichts, Leute, wirklich nichts. Deswegen gönnen wir uns heute unser Cheat Day auch und ja. An sich, Döner ist ja eigentlich immer ungesund, nur aus Brot und die Cocktail, wenn man Cocktailsoße nimmt natürlich. Ja, na klar. Geht auf jeden Fall jetzt in die Kommentare und schreibt, in welcher Stadt wir den besten Döner, die beste Pizza, was auch immer, essen, probieren sollen. Schreibt es jetzt in die Kommentare, dann machen wir das Nabe und... Ja, wir fahren jetzt nach Kölle. Bis dann. Leute, wir sind jetzt endlich in Köln angekommen. Ich habe so mies Hunger und wir sind direkt, unser erster Laden ist direkt der Lukas Podolski Döner. Marvin. Man sieht, das soll somit der beste hier in Köln sein. Ich will jetzt noch sagen, ich habe Angst, dass das Müll ist und mich jeder auslacht. Was denn? Hat Lukas Podolski nicht so ein Bruder, der auch in der Mannschaft gespielt hat? Oder war das Nein, ein anderer? Nein, hat der nicht, Jan. Was klar, was? Also, das war ein anderer Fußballspieler. Ja. Ich kann, wir holen die zwei Döner, fahren woanders hin und essen den dann da, würde ich sagen. Ja, oder? Ja, weil das... Leute, Köln kennt kein Corona. Kennt ihr Corona, Köln? Ist so voll, ne? Ja. In Duisburg geht nichts ab und hier in Köln, die tragen nicht mal Masken. Was ist los mit denen? Ja, Mann, egal. Wir holen jetzt die beiden Döner. Dann bis gleich. So Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Döner bekommen. Mein Bruder hat hier den Döner. Ich habe hier Döner Nummer dos. Die haben sogar eine eigene Tüte. Aber A, B, weiß das, ob die etwas größer sind oder ob die wirklich nur diesen einen Laden haben? Wie? Nee, die haben nur diesen einen Laden hier. Krass, guck mal, die haben... Warte, Jan, wie lange haben wir gewartet an der Schlange? 15 Minuten. Für einen Döner ist schon krass, so lang zu warten, ne? Da waren so viele Leute. Und die haben sogar einen eigenen Ayran. Ayran. Ne? Ja, meinst du, der wird schmecken? Safe. Wie soll ein Ayran denn bitte nicht? Ne, allgemein der Döner. Ach so. Ja, der wird safe schmecken, oder? Probier mal. Hier im Auto? Ja. Du weißt gar nicht, wie ich mich auf den Döner freue, ne? Ja, sagen wir mal, wir haben noch nie sowas im Monaten, ne? Ich hab generell auch gerade oben nochmal Hunger. Ich könnte gerade alles reinstopfen, ne? Das Ding ist, es gibt vielleicht sogar noch einen zweiten Döner. Wir werden ja probieren. Hm. Oh, die haben eine eigene Verpackung, ja. Oh mein Gott, wie ich schon sehe, dass hier das Fett da rausläuft. Da kriege ich schon. Guck mal, wie das Fett, oh mein Gott, das ist ja eigentlich nicht geil, aber das, oh mein Gott, irgendwie schon. Aber habe ich Angst, die haben auch ein eigenes Brot, ne? Wir mussten warten, bis das Brot aus dem Backofen kommt. Deswegen hat das auch so lange gedauert. Oh mein Gott, Abi. Oha. Zeig doch mal. Ja, ich will ja aber 40. Oh mein Gott. Leute, so sieht der Döner aus. Und das sieht schon mächtig aus. Na, John, bitte iss den in der Packung drin, wenn du in meinem Auto bist. Oh mein Gott. Und sag, wie es schmeckt. Leute, eigenes Brot, das Fleisch sah lecker aus, sah so hygienisch. Oh mein Gott, Ari. Schmeckt? Oh mein Gott, normal. Ist das wirklich normal oder schmeckt der wirklich richtig krass? Der schmeckt besser als normal. Oh Mann. Guck mal, dieses Fleisch da, Leute, wie der rauskommt. Wartet mal, der Fokus sitzt nicht ja jetzt. Wartet. Ey, oh mein Gott, Ari. Durch das Mann. Ich bin im Himmel. Ich liebe es auch noch, wenn so ein Döner so fettig ist. Mhm. Gott, der Döner schmeckt so lecker, ne? Leute, wir wollten eigentlich drei Dönerläden testen, aber wir machen das jetzt doch nur mit zwei. Gibt hier zwei ziemlich gute, haben wir gehört, da gehen wir jetzt hin. Wenn der den übertrifft, dann weiß ich auch nicht. Der wirklich so krass, wie viele Sterne gibt es? Ja, der ist nicht klar, kann das. Es gibt 10 Punkte, wie viel würdest du ihm geben? 10. Wirklich, direkt? Ja, der ist so geil, Lukas Podolski, Bruder. Sponsor uns ruhig. Ich esse schon immer in den Videos und sage, es ist der beste Döner, du weißt Bescheid. Schmeckt der wirklich so krass? Ich meine das gar nicht im Ernst. Ja, ich kann das gar nicht vorstellen. Was ist das für Soßen drin? Tatsächlich. Und scharf. Ja. Hat es da auch drin, genau. Ey, John, das riecht gerade Richtung 11. Himmel oder so. Ich könnte mir den jetzt auch, und dann sage ich mal gleich mal mein Urteil dazu. Ja, du willst das gleich sagen wie ich. Vor allem, wir haben ja vor langem keinen Döner mehr gegessen. Das macht den doppelt so lecker. Und ich habe auch noch extrem Hunger. Ey, der schmeckt so geil, aber ich meine das ernst. Ich teste auch einmal, okay? Okay, mach das. So, Leute. Ich weiß nicht mal, ob man mich sieht gerade. Wir haben die Kamera da aufgestellt. Ich probiere jetzt auch, weil ich als Döner-Experte weiß natürlich Bescheid. Ich probiere nebenbei den Ayran. Nein, da fällt alles raus. Ich habe den falsch rum eingepackt, Mann. Oh mein Gott, schmeckt mein Auto. Geil. Oh, ich schätze mal auf dein Auto, der Döner schmeckt so geil. So Leute, wir gehen da jetzt rein. Ich sage euch, wie viel Sterne ich dem geben würde dann. Ja, eine 10 von 10 auf jeden Fall.
Leute, Spaß beiseite. Mhm. Boah. Mhm. Ich muss da noch mal reinbeißen, ne? Mal gucken. Sei ehrlich, Abi. Ja, warte. Der ist Bombe. Leute, das ist mit einem besten Döner, den ich jetzt gegessen habe. Ne? Mhm. Abi, der ist so geil. Ich weiß auch, du bist einfach richtig spät nach Hause gekommen. Meinst du, das war der beste Döner aus Deutschland? Keine Ahnung. Ja. Ey, das ist. Ich finde den hier geiler. Ich bin ehrlich. Bin geiler. Ich finde den auch geiler. Wir essen den jetzt auf, gehen dann gleich zum nächsten Laden, gucken, ob der ansatzweise mithalten kann. Hoffen wir mal. Und sagen euch, ob ihr Weg dahin gegangen. Ey, geht da auf jeden Fall hin. Das ist zu wild, Alter. Podolski, gut Job. Heute gibt's Döner, wie immer. Und der war auf jeden Fall sehr lecker. Genau, gönn dir. Leute, sind jetzt auf, das fokussiert leider nicht. Wir sind jetzt bei Haus des Döners. Und ich habe meinem Bruder jetzt fett Lust, ich glaube, dass er uns einen Döner holt, weil Leute, ich habe noch ein bisschen, aber nicht zu sehr. Wir teilen uns den einfach. Der soll wohl besser sein laut der Bewertung, aber wir werden es jetzt herausfinden. Da wird safe auch gut schmecken, aber ich glaube nicht, dass der besser sein wird als der Döner eben. Ne? Deswegen, wir sehen uns, wenn mein Bruder den Döner wieder hat und bis dann. So Leute, wir waren jetzt hier bei Haus des Döners. Der ist fokussiert irgendwie nicht. Sieht auf jeden Fall richtig fresh aus, der Laden. Guck euch mal diese Puppe an. Die ist so lustig. Guck mal, der Haus des Döners, also die ist richtig geil gemacht. Mach mal deinen Hand da weg. Ja, da, diese Puppe. Die ist richtig geil gemacht, sehr ehrlich. Genau, wir fahren jetzt kurz woanders hin, probieren dann gleich einmal und ja. Okay, Leute, wir öffnen jetzt auf jeden Fall auch den Döner. Ich mach mal hier irgendwie ein bisschen Beleuchtung. Mach das. Warte, ja, mehr Beleuchtung geht irgendwie krasse Beleuchtung. Also ich weiß, ich öffne den jetzt auf jeden Fall. Sieht man alles? Ich hoffe schon. What? Die haben auch selbstgemachtes Brot, oder? Anscheinend. Ey, ich liebe das irgendwie, wenn die Verpackung schwarz ist, keine Ahnung, ne? Und der sieht auch mal, ey, warum sieht der auch so lecker aus? Kannst du mir das sagen? Ich dachte, es wird keinen besseren als den geben. Shit. Aber das Brot ist zwar ein bisschen härter, aber wer weiß, vielleicht schmeckt der ja besser. Leute, so sieht der Döner aus. Mhm. Auch ziemlich gut gefüllt, sagst du? Ja, ich glaube, der andere war ein bisschen mehr Salat drin, aber es gibt ja Leute, die mögen ihn. Okay. So reinbeißen. Dann beiß mal so, wenn egal, beiß. Lass mich noch ein bisschen nehmen. Ich knusprig an auf jeden Fall. Mhm. Soll ich jetzt sagen, welchen ich besser finde? Den ersten. Aber willst du auch erst probieren? Okay. Wir probieren mal, denken wir jetzt rein und der schmeckt besser. Ich sag nichts. Probier erstmal. Also für mich gibt es einen deutlichen Sieger. Also nicht deutlichen, aber es gibt auf jeden Fall einen Sieger. Schmeckt, ne? Es schmeckt zwar, aber sowas findet man überall meiner Meinung nach. Ich finde, das schmeckt wie ein Standarddöner ein bisschen. Genau, Standarddöner, zu wenig Soße, ganz ehrlich. Der andere hat mehr Soße. Und ich finde, bei dem anderen hat das Fleisch, genau. Sieht auch nicht gerade wie nach dem Besten aus, aber... Es schmeckt aber bei dem anderen, das Fleisch war voll lecker irgendwie. Ja, es schmeckt wie ein Standarddöner, aber ich könnte den jetzt aufessen. Ja. Ich wollte jetzt noch einmal rein, dann war es das auch für mich, aber... Also das wäre auch so ein Döner, den ich kaufen würde, persönlich. Aber wenn ich eine Wahl hätte, würde ich auf jeden Fall den anderen nehmen. Lecker, ne? Der ist zu hart, das Brot. Ja, finde ich auch. Und das andere bei dem anderen, das Brot war perfekt. Das ist zu hart. Das ist nicht zu hart, aber das ist zu knusprig, sag ich mal. Vielleicht siehst du, dass du die ganze Zeit da oben beißen. Einmal noch da unten. Muss den Döner natürlich die richtige Chance geben. Schmeckt? Ist jetzt besser so, oder? Ja, nicht, oder? Dein Ernst? Was ist los? Was ist los? Brot ist zu hart. Ja, das finde ich auch. Ich finde es nicht so hart, das ist zu knusprig irgendwie. Ich kann nicht vernünftig beißen. Ja. Das tut weh. Oh mein Gott, ich blute, glaube ich. Als ob. Niemals blutest du. Das Personal war aber extrem freundlich, aber Leute, es gibt einen eindeutigen Gewinner. Und das ist der Mangal-Döner aus Köln. Wir wollten ursprünglich 3 Döner testen, aber ich glaube, es wird keinen besseren Köln geben. Und wir brauchen nicht zu testen. Nee. Der Mangal-Döner ist, finde ich, der beste Döner, den ich bisher gegessen habe. Findest du? Ja, also nein, ich habe ein, zwei bessere Döner gegessen, aber der war schon so Top 3 auf jeden Fall. Ja, okay, ich weiß, welchen du meinst. Der war auch richtig Bombe, aber ich fand den besser.
ist Geschmackssache, ne? Ja. Egal, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn ihr mal diesen Döner probieren wollt, lasst auf jeden Fall, okay, nicht in einen reingebissenen. Doch, der schmeckt auch, doch, der schmeckt. Ja, ich meine, aber nicht in einen reingebissenen Döner. Ja. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da, der schmeckt zwar auch, aber ist halt ein Standarddöner, ne? Deswegen würde ich schon sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, schreibt in welche Stadt wir zunächst probieren sollen und bis zum nächsten Mal. Und auf Söhner sein sollen überhaupt, ne? Söhner? Döner. Was gerade so? Es gibt ja Söhner. Ja, in Berlin. Ja. Egal, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.